So Leute, ich bin's, MC Arschel, und bevor ich zu dieser Rakete komme, mit der ich mich diesen Part beschäftigen möchte, noch eine kleine Frage. Und dazu muss ich ein bisschen was erklären, und zwar, im Moment ist ja die 0.21 Version von KSP ja noch nicht draußen. Sobald sie rauskommen sollte, breche ich mit dieser Staffel ab und fange eine neue an, genauso ein neues Safe Game. Ja. Und so lange müssen wir noch irgendwas machen, bis das ist. Und deswegen frage ich euch, wollen wir entweder mit dieser Rakete, die ich in diesem Video jetzt im zweiten Teil vorstelle, wollen wir damit die Welt ein bisschen erkunden, also das Universum, so weit wie wir kommen? Oder wollen wir doch noch ein größeres Projekt anfangen und eine Station auf irgendeinem Planeten bauen? Oder auf irgendeinem Mond? Wenn wir es nicht in dieser Staffel schaffen, werde ich es in der nächsten bestimmt machen. Es sei denn, die bringen gleich, wie sich nach einer Woche schon das nächste Update raus, was ich nicht ganz glaube. Wenn wir es auf jeden Fall in der nächsten Staffel dann machen mit einer Station, also Base, mit einer Base auf einem Planet oder auf dem Mond. Oder wir machen es, wenn ihr es wollt, fangen wir damit schon an. Aber ich sage euch gleich, sobald die neue Version rauskommt, wechsle ich eh. So. Kommen wir zum zweiten Teil, ich erkläre meine Rakete ein bisschen. Und zwar ist das die MCMCRR2. Und zwar, jetzt erkläre ich den Namen, zwei, weil es die zweite Variante ist. Wir hatten ja schon mal eine Variante, die mit dem Card-Mod funktioniert hat. Ich habe jetzt diese Version nur mit dem Keyframe-Mod gebaut, sonst alles andere sind Standardteile. Ja, warum MC? Also das erste MC ist für meinen Künstlernamen die Initialen oder die Abkürzung. MC Arschel ist ja mein Künstlername und da MC für MC Arschel. Moment, meine Stimme haut gerade ab. Das zweite MC steht für Miner und Converter. Und zwar dieser Keyframe Converter, im Englischen mit C geschrieben. Und der Miner, da haben wir zwei an Bord. Einmal, na, da ist einer drin. Per Tastenkürzel zu aktivieren und andere Seite auch. Diese Rakete kann nur im Rover-Modus abbauen, also in diesem Modus nicht. Sie kann aber ohne Fuel zu verbrauchen sich aufbocken und hinschmeißen. Klappt zwar nicht immer beim ersten Mal, also auf Körbe nicht immer beim ersten Mal, aber auf dem Mond, wo ich es getestet habe, hat es relativ so ziemlich beim ersten Mal mal funktioniert. Kommen wir jetzt aber dazu mal. Dieses RR steht für Rover und Rocket, das ist das, was ich gerade erklärt habe. Jetzt sind wir im Rocket-Modus, das heißt Rakete nach oben ausgerichtet und Rover. Dafür haben wir die Reifen, kippen wir uns um und können fahren. Auf Planeten mit zu hoher Gravitation oder hoher Gravitation oder über der, sagen wir erstmal besser, über der Gravitation von Körben ist es nicht zu empfehlen, damit große Strecken zurückzulegen und wenn sehr langsam. Oder halt gerade fahren. Weil die haben ja eh einen maximalen Geschwindigkeit von 60 Meter pro Sekunde, wird aber mit dieser Rakete nicht möglich sein, denn wenn man mal hier aufs Gewicht guckt, fast, wenn man es abrundet, 48 Tonnen, wir sind ein bisschen drüber, und von daher ist das schon eine stolze Masse. Auf 6 Rädern verteilt kann man sich ausrechnen, wie viel Last auf einem Reifen liegt. So, aber genug jetzt davon zu reden, also es empfiehlt sich auf Körbe nicht darum mit rumzufahren, es geht aber. Kommen wir gleich mal zu diesem Status, dass wir damit rumfahren können. Wir drücken, ich empfehle, auf jeden Fall muss immer die Bremse rein, in jedem Fall, egal wie man es macht. Man kann sich jetzt einmal direkt umschmeißen oder man drückt vorher die 7. Dazu ist noch zu sagen, ich habe bei dieser Rakete nicht relativ, nicht wahrheitsgetreu, sondern realistisch gebaut, wie man gesehen hat, der ist durch die Engine durch. Aber im echten Leben hätte man auch andere Möglichkeiten, da könnte man zum Beispiel hier was mit Hydraulik nur rausfahren lassen. Und das müsste sich nicht kippen und dadurch müsste man gar nicht durch die Engine durch. Aber das ist in der Realität so und das ist ein Spiel. Deswegen, solange es funktioniert, kann ich es auch noch so bauen. Wer also unbedingt realistische Raketen will, der sowas nicht haben will, der darf meine Rakete halt dann nicht nehmen. So, auf jeden Fall. Das ist eine Stage, die einmal zum Umschmeißen, sag ich mal, gebraucht wird. Es geht auch ohne, aber dann hat man die Möglichkeit, dass manchmal die Reifen richtig brechen und ab sind und das wollen wir ja nicht. Bei meiner Möglichkeit gehen sie höchstens nur kaputt. Also, die Luft raus, sag ich mal.
So, dann drücken wir jetzt die 2. Dadurch werden die beiden vorderen weggenommen. Gut, jetzt haben wir ein Phänomen, was eigentlich nur auftritt, wenn wir SRS anhaben. Wir haben es aber nicht an. Also einfach nochmal die 2 aktivieren. Dadurch bocken wir uns wieder auf. Wir haben uns jetzt auf dieser Engine so, ja, aufgebockt, so halb. Das war ein bisschen ein Winkel. So, wenn wir es jetzt wegnehmen, müssen wir gucken. Nee. Einfach ein paar Mal probieren. Irgendwann schmeißt sie sich schon um. Na, gerade eben hat es jedes Mal beim ersten Mal geklappt und jetzt funktioniert es nicht mehr, oder wie? Also in meinen Testaufnahmen. Normalerweise passiert das nur, wenn man SRS anhat. Ja, jetzt sieht es so aus, als ob es gar nicht funktioniert. Was ist das hier? Ja, langsam. So. Auf jeden Fall, es funktioniert. Sonst passiert das eigentlich nur, wenn wir SRS anhaben und dann, ja, war jetzt mal eine Möglichkeit zu zeigen, wie es aussieht, wenn SRS an ist. So, das ist jetzt, was ich meine, wenn die Luft raus ist. Also die sind nicht abgebrochen, die Räder, sondern es ist nur die Luft raus. Kein Problem, wenn wir die 7 jetzt nicht an hätten, müssen wir es einfach ausfahren. Dann sind wir nämlich ein Stück aufgebockt. Müssen diese hier oben manuell einfahren. Also müssen nicht beide sein, aber der auf jeden Fall, denn hier geht die Leiter lang. Und wenn wir jetzt im Raketenmodus wären, könnten wir 5 drücken. Müssen wir auch so, um aussteigen zu können. Aber wären wir jetzt im normalen Raketenmodus, könnten wir hier gerade aussteigen. Und wenn wir jetzt nicht im Raketenmodus sind, sondern im Rovermodus, aktivieren wir einfach diese Leiter noch. Bill steigt mal aus. Also beim Test jetzt hier, bei meinen Testaufnahmen hat das mit dem Umwerfen beim ersten Mal mal geklappt. Ich hoffe mal, weil das jetzt nicht geklappt hat, dass das andere wenigstens... So, ich habe mal kurz Fraps neu gestartet. So, wir waren gerade dabei, die Räder wieder ganz zu machen. Und zwar empfehle ich euch, bei dieser Rakete vorne anzufangen. Es ist wirklich sinnvoll, denn die Rakete hat vorne den schwersten Punkt. Und dadurch neigt sie sich nach vorne. Das heißt, wenn wir jetzt hinten das Ding auffüllen, ist es automatisch ein Stück höher. Und dann noch ein Stück höher und vorne drückt es automatisch runter. Deswegen vorne anfangen. Es geht nicht gleich beim ersten Mal, wenn man rauf drückt, sondern da muss man ein bisschen... Ja, na, Doppelklick plus mehrfach hintereinander. Und wenn man eine Seite hat, geht die andere Seite eigentlich beim ersten oder mindestens beim zweiten Klick. Jetzt war es der erste, wie man gesehen hat. Dann ist eigentlich egal, welche man Seite zuerst macht. Es können beide sein, dass man abwechseln geht. Oder man kann eine komplett erst machen. Auf jeden Fall von der Mitte nach hinten durch. Ich mache jetzt mal eine Seite und gehe dann über zur anderen Seite. Los, renn mal ein bisschen. Und ich finde, so schlecht sieht meine Version nicht aus. So, dann haben wir jetzt gleich alle Reifen aufgefüllt. Dann, ich lasse den mal unten, falls nochmal die Reifen kaputt gehen. Weil wir sind hier auf Kurbeln, da ist die, wie gesagt, die Gravitation ein bisschen hoch. Und von daher kann es sein, dass wenn ich jetzt die 7 wegnehme, ein paar Reifen kaputt gehen. So, die 5 können wir auch mal einfahren. Dann die 7. Okay, sind alle Räder ganz geblieben. Was aber auf jeden Fall passieren kann, ich empfehle es gleich, hatte ich ja schon gesagt, diese Rakete ist nicht für lange Strecken gedacht, sondern... eigentlich für Monde, wo wenig Gravitation ist. Also auf jeden Fall weniger Gravitation als auf Kerbin. Die fährt auch. Wenn ihr fahrt, empfehle ich euch den Docking-Modus. Denn sonst probiert dieses Ding sich auszurichten und dadurch würde bloß die Rakete wackeln. Und mit dem Docking-Modus habt ihr wirklich nur die Räder, die fahren. So, ganz normal WASD. Natürlich müssen die Bremsen raus sein. So, jetzt geht's nach hinten. Jetzt hier beim Bremsen, was ich auch gesagt hatte, können die Räder auch kaputt gehen. Bin ich wohl ein bisschen zu schnell gefahren. Ich werde dich schnell nochmal aufbocken. So, was ich hier gerade gemerkt habe, wenn die eine Seite mal nicht geht aufzubocken,
auch wenn er mehrmals klickt, fangt mit der anderen Seite an, denn die geht dann ganz bestimmt. Ja, mehr ist jetzt eigentlich nicht zu sagen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn alle Reifen ganz sind. Bis gleich. So, und wie jetzt in dem Fall, ich bin ohne Stützen und kann auf allen Rädern fahren. Es kann auf Kurven halt, wie gesagt, passieren, aber ich muss immer wieder sagen, die Rakete ist nicht für Kurven gedacht. Sie kann zwar von Kurven aus starten, wenn wir starten, müssten wir aber Keyframe haben, damit wir wirklich nur die Engine nehmen können. Ich habe jetzt hier, damit ich wenigstens zeigen kann, dass die im vollen beladenen Zustand landen kann, habe ich diese Sheets aktiviert. Wir werden nachher Stücke auch fliegen. Keyframe-Tanks sind genauso schwer, wie wenn sie leer sind, als wie wenn sie voll sind. Von daher macht es keinen Unterschied. Und ja, die Rakete, halt, jetzt bin ich auf dem. Die kann halt auch fahren, sie kann auch lenken. Und dann auch fahren. Beim Bremsen halt immer ein bisschen darauf achten, dass man da nicht zu stark auf einmal bremst. Also ich könnte das Ding jetzt hier rumdrehen, aber wir wollen ja heute noch ein bisschen vorwärts kommen, deswegen spare ich mal jetzt diesen Teil. Und stattdessen gehe ich jetzt auf den anderen Teil der Rakete. So, Leitern wieder ausfahren. Und zwar war das ja jetzt der Rover-Part. Wir haben hier übrigens auch einen großen Scanner bei, der aus größeren Höhen auch scannen kann. Das heißt, wir müssen nicht zwangsweise immer, ja, auf niedrigen Ebenen scannen, sondern der scannt von weiter oben. Scannt auch öfter, also schneller, sage ich mal, bis er zum nächsten Scan. Braucht er nicht so lange wie der andere. So, gucken ja alle Räder noch ganz. Gut, beim Aufbocken spielt es eigentlich eh groß keine Rolle, ob die Räder ganz sind oder kaputt. Ich werde trotzdem mal kurz quicksaven. Und ja, ich zeige noch kurz die Miner. Die sind, wenn ich mich recht erinnere, auf der 4. Da fahren sie raus. Und wenn jetzt hier Keyframe wäre, ich habe zwei Stück davon, würden wir es auch abbauen. Gut, hier ist jetzt keins, deswegen funktioniert das Ganze auch nicht. Deswegen kann man sie mit der 4 auch wieder einfahren. 5 sind halt die Leitern, wie man von mir halt jetzt weiß. Und 6, wir haben hier ein großes Solarpanel, was halt, wenn man beide Miner betreiben will und halt diesen noch dazu, empfiehlt sich, den auch noch mitzumachen. Natürlich wird es jetzt Nacht. Da passt es auch gleich, wenn ich mal die Lichter einschalte. Halt, ich fange vorne an. Wir haben vorne, es hat mich irgendwie an ein Auto erinnert, deswegen habe ich ein paar, sage ich mal, in Autoposition die Lichter angebracht, aber ich glaube, die ist ein bisschen schief vom Winkel her, aber egal. Wir haben auch einen breiten Sichtwinkel und hier hinten habe ich jetzt einmal wirklich ein Rücklicht, was unten in der Mitte ist und einmal ein bisschen schräg, weil ganz in der Mitte konnte ich sie nicht machen, denn hier geht ja die Leiter lang. So, aber so viel zum Licht. Wir werden jetzt diese Rakete oder diesen Rover im Moment noch umsteigen auf Raketen. Ich habe hier jetzt mal die Ressourcen eingeblendet. Man sieht, Electric Charge haben wir nicht sonderlich viel bei. Keyframe haben wir richtig viel bei, 16.200. Das ist bis jetzt das meiste, was ich mitnehmen kann. Liquid Fuel, ja, eigentlich 720, denn das andere ist nur, es wird zwar mitgezählt, aber das sind zwei Tanks, die hier sind, um diesen Engine mit Strom, mit Dings zu versorgen. Ansonsten haben wir eigentlich im Großen und Ganzen nur diesen Tank bei. Und Monopropolens halt hier vorne. Jetzt ist meine Stimme gerade wieder weg gewesen. Ja, und mal gucken, ob es jetzt gleich auf Anhieb klappt. Ich kann es nicht versprechen. Auf jeden Fall, beim Aufbocken SAS aus. Ich werde es mal kurz an- und ausmachen. Dann die 7, falls die Dinger hier nach unten sein sollten, auf dem Mond zum Beispiel, oder auch hier, nicht, also so jetzt einfahren. Dann die beiden hier oben, dafür hatte ich keinen Platz mehr auf meiner Liste von 1 bis 0, denn alles ist belegt. Das ist jetzt ausgefahren. Dann müssen wir jetzt die 3 aktivieren. Mal gucken, ob es gleich beim ersten Mal klappt. Sieht nicht danach aus. Okay, also fahren wir die Dinger wieder ein. Jetzt sind unsere Reifen kaputt.
Aber im Großen und Ganzen braucht man die beim Kippen nicht. Wir haben jetzt nichts verloren. Mal gucken, ob wir es jetzt hinkriegen. So, wir bocken uns jetzt auf. Und die zwei jetzt hinterher. Damit wir richtig gerade stehen. Weil die drei ist erhöht. Damit wir wirklich beim Aufklappen schon dieses Klappmechanismus, der ordentlich viel Kraft hat, nutzen. So, jetzt steht die Rakete. Wie gesagt, es klappt nicht immer beim ersten Mal, aber kann auch manchmal ein bisschen länger dauern, bis es funktioniert. Aber es klappt auf jeden Fall, ohne dass man Fuel braucht. Man, es geht auch, wenn der Winkel ein bisschen schiefer ist, aber er sollte nicht allzu schräg sein. Sonst funktioniert das Ganze nicht. So, oder es lag daran, weil ich hier in der Staging-Mode noch war. Aber es hat ja trotzdem geklappt. Dann würde ich jetzt sagen, ich habe eigentlich, also starten zeige ich noch. Ich zeige noch mal kurz, dass man auch so aussteigen kann. Bill ist wieder meine Testperson. So. Ich glaube, wir scheitern hier am Keyframe-Tank. Nee, doch nicht. Ich habe erst gedacht, weil das nach unten aussteigen probiere ich gerade zum ersten Mal. Denn ich konnte zur Seite aussteigen, also warum sollte ich da nach unten aussteigen? Aber es funktioniert. Nur für die Leute, die jetzt so auch aussteigen wollen. Und ja, da kann man es wieder einfahren, die Leitern. Und dann begeben wir uns mal jetzt dazu. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt hatte, ich hatte Cheats an. Ich werde jetzt mit voller Masse, wie gesagt, bei den Keyframe-Tanks, ob sie leer sind oder voll, spielt keine Rolle. Die Masse ist dieselbe. So, dann werden wir jetzt mal die erste Stage aktivieren. Steig mal kurz aus, du musst für mich was machen. Ja. In diesem Fall keine Ahnung, was hier jetzt los ist. Ich mach mal kurz Load Quicksave, weil eigentlich sollten die Fallschirme noch gar nicht funktionieren. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Bevor mir das Ganze nochmal passiert, kann ich die Engines auch manuell einschalten. Und zwar mit den Tasten 0 mache ich die Nuclear Engines an. Die brauchen wir beim Start nicht. Die bringen da nicht so viel. Die neuen, da machen wir für diesen Sound, muss ich mich entschuldigen, denn der ist, keine Ahnung, der hat irgendwie ein bisschen, wenn man die Clean Engines und davon viel hat, ist es mit dem Sound nicht so ganz cool. Ja, davon haben wir einige bei. Einfach damit wir vom Kerbin starten können. Und dann haben wir noch hier unten diese große Engine. Diese Paddler Engine. Und diese beiden Gruppen braucht man, also die 8. Macht diese an, Engine an aus, Toggle. Und neun diese hier, die mache ich jetzt nicht nochmal aus und nochmal an, sonst ist das vom Geräusch her ein bisschen dämlich. Und halt auf 0 diese Dinger. So, dann wird jetzt, warte mal, Sheets sind doch noch aktiviert, ja, weil ich das Spiel nicht neu gestartet habe. Voll auf Throttle. Dann SAS natürlich einschalten, gut, dass ich es jetzt gemerkt habe, Landebein einfahren. Sonst wäre die Rakete nämlich auch gerade gestartet, wenn ich es vorher schon anhatte. Und ja, dann probiere ich uns jetzt mal eine gewisse andere Richtung zu steuern. Und zwar schräg dahinter. Weil wir gehen jetzt auf eine gewisse Höhe, um ein bisschen zu simulieren, dass wir jetzt von der Atmosphäre oben runterkommen. Es funktioniert. Ich will jetzt aber nicht ganz so hoch gehen. Also ihr seht, mit vollem Tank kann die Rakete einmal frei starten. Wenn ich die Nuclear Engines anmache, könnt ihr mal auf Speed gucken. Ändert sich nicht sonderlich schnell was. Also das ist geringfügig schneller, ja. Aber im Prinzip ist das oben nur für einen, dass wir einen guten Orbit fliegen. So, jetzt kann ich mich wieder gerade ausrichten. So. Bisschen rüber, damit dieser, jetzt habe ich gerade mit dem Finger drauf gezeigt, damit dieser Punkt darauf geht. Ja, das ist, wo wir hinfliegen, unsere Flugrichtung. Wir hatten ja vorher ein bisschen schräg gebrannt, dadurch ging unsere Flugrichtung da und jetzt geht sie langsam nach oben, weil ich halt ein bisschen in die andere Richtung brenne. Und ja, jetzt kann ich auf mich auf hier ausrichten. Wenn wir jetzt auf dem Mond oder so uns aufgebockt hätten, hätten wir hier in diesem Bereich SAS einschalten müssen, weil wir sonst übergekippt werden. Also einfach zur Hilfe SAS, denn wenn man oben ist beim Aufbocken, einfach einschalten.
So, jetzt haben wir unsere Höhe erreicht. Engines aus. Um zu zeigen, dass sie wirklich aus sind, mache ich sie alle aus. Und jetzt die Fallschirme. So, diese Stage werden wir benutzen, um jetzt auf Körben zu landen. Man kann aber, wie man noch sieht, noch zwei weitere Stages an Fallschirme aufmachen. So, hier sind wieder diese vier von diesen, die bei 2500 sind. Denn diese Rakete ist, ja, wie soll ich es beschreiben, da es ein bisschen schwerer ist und vom Zusammenhalt her, also, ja, ich habe nicht gerade hier irgendwie Struts dazwischen, sondern ich habe hier oben einfach was rausgebaut und da und die Struts dazwischen, deswegen musste ich die Geschwindigkeit, bevor ich die Fallschirme öffne, deutlich erstmal reduzieren. Wenn wir jetzt diese, deswegen können wir die auch, glaube ich, nicht zusammen, ich will es jetzt nicht testen, ob wir die zusammen aktivieren können oder nicht. Ich weiß, dass wir mit dieser Stage landen können. Und wenn man die einzeln aktiviert, habe ich auch noch nicht getestet, glaube ich, dass man die auch zuschalten kann. Also, dass man dann, wenn man schon gebremst hat, muss man aber immer warten, bis es wirklich gebremst hat. Sollte es auch kein Problem sein, die nacheinander anzuschalten. So. Puh, ganz schön viel geredet heute, die Folge. Fast Dauergeschwätz. So, jetzt ungefähr bei 500 gleich, wie wir sehen, werden wir die anderen Fallschirme auch noch kriegen. Zack. Da hat man gesehen, es sind auch nicht so viele G-Kräfte diesmal gewesen. 10,1, na, ich denke, da geht noch was. Da testen wir noch mal eine Stage. 8,0. Ach, ja, mit 10,1 hätte man auch schon landen können. Komm, wir nehmen jetzt einfach alle, um zu zeigen, dass es geht. Jetzt sind wir bei 6,8. Also, wie man sieht, man kann sie nacheinander anschalten. Ich habe es getestet. Ob wir jetzt beide gleichzeitig gehen, weiß ich nicht. Ich denke mal, in dem Fall denn doch schon. Jetzt haben wir sie auf jeden Fall alle an. Es wird nur ganz schön, wenn man sie wieder nachfüllt. Man kommt zwar überall ran, aber es wird ein bisschen viel Arbeit. Aber wer gute Raketen haben will, der muss auch Arbeit da mit haben. Weil sonst sind es keine guten Raketen. Oder wer eine Rakete immer wieder verwenden will, der hat da nur mal ein bisschen Arbeit mit. Hier braucht man nur auf Knopf drücken. Im echten Leben einen Fallschirm zusammenpacken ist viel komplizierter, wenn man es selber macht. So, jetzt setzen wir gleich zur Landung auf. Landebeine sind ausgefahren, SAS ist an und zack, da sind wir gentlehaft gelandet mit vollem Tank. Und wenn wir jetzt sag ich mal Keyframe bei hätten, schalten wir einen Konverter an, fertig, aus. Dann ja, habe ich hier oben 6 Thermofilen und hier nochmal, ich glaube, keine Ahnung, wie viel sind es? 3. Dann habe ich hier nochmal jeweils 2. Also sind schon 12 und ich glaube, ich habe... Nein, doch, hier habe ich noch einen. 13 Stück. Also sind das schon mal 13 Energieeinheiten, die man nur durch Thermofilen kriegt. Und ja, der Rest kommt über den Solarpanel. Und ich finde, man hat auch, ich habe nicht gerade die Sicht blockiert, deswegen habe ich da ich hätte dann auch ein paar Keyframe-Tanks hinmachen können, aber ich wollte die Sicht einfach nicht blockieren. Hier hätte ich auch noch einen hinmachen können, aber habe ich einfach nicht gemacht. Ja, ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Ich schmeiß die Rakete jetzt noch ein allerletztes Mal hin. 7. SAS aus. Und die 2. Ey, komm, kipp um. So, zack. Und ja, jetzt könnten wir die Reifen wieder reparieren und könnten wieder losfahren. Aber nur zu zeigen, dass es nicht nur oben auf der Plattform geht, sondern auch im richtigen Terrain. Ja, sonst hat diese Rakete eigentlich alles bei, ein Zwei-Mann-Pod. Ja. Hier ein Scanner, hier andere Seite. Also hier an der Seite mache ich noch einen kleinen Docking-Port dran, damit man dieses RCS, was wir hier halt haben, auch benutzen können zum Vorwärts und Zurück fliegen. Vom Gewicht her wird sich da nicht so viel dran ändern, das heißt, diese Rakete wird trotzdem noch starten können, weil man hat gesehen, wir sind damit ordentlich Speed gestartet und landen wird genauso gehen. Ja.
damit würde ich sagen, ist eigentlich alles soweit in Butter. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr wollt, dass wir mit dieser Rakete demnächst anfangen, das Universum von KSP zu erkunden, werde ich das auch machen. Wenn ihr sagt, ich soll anfangen, irgendwo eine Station zu bauen, müsst ihr mir natürlich auch sagen, wo. Schreibt es einfach in die Kommentare. Und ja, sonst, wie gesagt, hoffe ich nur, dass euch das Video gefallen hat. Und wünsche euch viel Spaß beim, was immer ihr gerade macht. Und ja, bis zum nächsten Part. Euer MC Arschl. Bye, bye. Achso, was ich jetzt vergessen habe, der Download des Videos, der Rakete, wer sie haben will, falls jetzt noch nicht in der Beschreibung sein sollte, ist es spätestens am nächsten Tag in der Beschreibung. Ja. Verabschiedet hatte ich mich ja schon, also sage ich jetzt einfach noch schönen Tag, Nacht, Morgen, Mittag, was auch immer. Bye, bye, bis zum nächsten Mal, euer MC Arsch. Ciao. Achso, bevor ich es vergesse, bei euch ist dann natürlich die ganze Rakete da. Also nicht nur das Stück, was ich hier habe, sondern eine Rakete, die in der Lage ist, euch bis zum Mond zu kriegen. Wenn ihr die nicht haben wollt, ich werde es mal kurz demonstrieren. Stellt euch einfach vor, das ist jetzt, hier unten ist dann der ganze Rest mit dran. Ihr müsst dann einfach bloß dieses Segment und alles, was da drunter ist, anklicken. Also das klickt ihr hier an. Schiebt es einfach hier rein, dann wird sich das kurz löschen und dann habt ihr dieses Modul und könnt eure eigene Rakete runterbauen. Nur so jetzt. Bei euch wird es dann alles schon fertig sein. Und das werde ich auch nochmal so. Also, jetzt aber wirklich, ciao, bis zum nächsten Mal, euer MC Arschl. Bye, bye.